So, hallo und herzlich willkommen heute im Video zu No Man's Sky. Wir sind gerade im Hyperraum, wie auch immer, mit per Impulsantrieb unterwegs zu dem Astera T36. Und zwar haben wir uns überlegt, wir machen jetzt mal ein Video speziell für Anfänger, weil wir selber auch Anfänger sind. Ich denke, für Leute, die das Spiel schon länger spielen und viel erreicht haben, ist es jetzt weniger interessant, wie auch immer. Und zwar geht es darum, einfach ein bisschen Geld zusammen zu farmen. Wir haben immer gedacht, die beste Möglichkeit für uns war, diese ausgegrabenen Technologiemodule zu farmen auf dem Planeten. Quasi mal landen, ausgraben, sammeln und dann verkaufen. Das bringt auf jeden Fall schon relativ gut Geld. Die kann man auch auf jeden Fall weiterhin natürlich so mitnehmen. Bloß haben wir jetzt herausgefunden für uns, es ist mit Sicherheit nicht mega das Geheimnis, aber für uns war es echt interessant zu wissen. Und zwar, wenn ihr euch einen Planeten jetzt wie den hier zum Beispiel nehmt, wo wir uns befinden, mit extremen Wetterlagen, ich hoffe, dass der Ingame-Sound ist gerade nicht zu laut, also einen Planeten mit extremen Wetter nimmt, das heißt, da kommen schwere toxische Stürme zum Beispiel, das gibt es mit Sicherheit auch in anderen Formen, dann gibt es quasi immer, wenn so ein Sturm kommt, der wird euch angekündigt, kommen Sturmkristalle. Das heißt, ihr müsst dann quasi im Sturm raus und die Kristalle abbauen. Das werden wir euch gleich zeigen, wie wir das am besten gemacht haben. Das heißt, wir fliegen mit dem Raumschiff die Planetenoberfläche entlang und immer wenn wir so Kristalle sehen, landen wir daneben, bauen die ab und dann muss es aber relativ schnell gehen, weil in diesen extremen Stürmen natürlich euer Giftschutz extrem schnell abnimmt. Das heißt, das Ganze ist mit einem gewissen Risiko verbunden. Es ist nicht extrem hoch. Ihr müsst halt im Prinzip immer so nah wie möglich dran landen. Wenn ihr weiter weglauft, dann kann es schnell passieren, dass ihr sterbt. Und wichtig dabei ist, als ist nach Toxizität, das ist also nicht das Zeichen für den Sturm, sondern eher danach. Und was wichtig ist, ihr braucht auf jeden Fall genug Treibstoff für eure Startdüsen, dass ihr quasi immer wieder abheben könnt. Wir machen immer so Raumschiff-Starttreibstoff. Dafür braucht ihr die Wasserstoff und so eine Metallplatte. Ist eigentlich relativ einfach herzustellen. Und dann davon müsst ihr echt genügend haben, weil sonst seid ihr aufgeschmissen, wenn ihr nicht mehr starten könnt. Und hier ist gerade dunkel geworden. Wir fliegen jetzt so die Oberfläche ab und scannen quasi immer und suchen nach unbekannten Gebäuden. Einfach um, das machen wir parallel eben, um dann quasi da die, an diesen, wie sagt man da, Jörg? Rettungskapseln. Ja, irgendwie sowas. Ja, quasi muss man so ein paar Sachen ran schaffen und den geben und dann kann man sich quasi immer den Exos-Anzug relativ einfach ein Inventarplatz dazufügen. Das ist auch auf jeden Fall zu empfehlen. Also ihr könnt natürlich in Raumstationen immer euren Platz upgraden. Ich mache das auch jedes Mal. Ist aber relativ teuer, aber ich denke, Inventarplätze sind wertvoll für euch, einfach um mehr mit euch rumzutragen. Und deswegen verbinden wir das immer. Also wir fliegen jetzt quasi ab, scannen immer die und dann immer, wenn hier so ein unbekanntes Gebäude ist, wie ihr jetzt hier unten seht, fliegen wir dahin. Und wenn es, oh, ich mache bald einen Unfall, wenn das quasi so eine Rettungskapsel ist, das zeigen wir euch hoffentlich gleich, ist hier keine. Oh, shit. Dann muss man da quasi ein bisschen Material reinstecken und dann können wir beide, da wir im Koop spielen, jeweils ein Anzug-Upgrade durchführen. Das ist so das, was wir gerade jetzt gemacht haben. Also wir sind jetzt auch nicht so, dass wir jetzt sagen, okay, wir tun jetzt wirklich nur noch stundenlang hier farmen, sondern wir machen das jetzt eben. Mein Bruder, ihr seht schon, der hat sich hier ein bisschen dickeres Raumschiff mal rausgelassen. Wie viele Plätze hat das jetzt? Ja, 33. 33 Plätze. Ich bin bei 26, ich war auch gerade ein bisschen, hat glaube ich ihn, wie viel hat es dir gekostet, wie viele Units? Was waren es? Ich glaube 8, 9, 16 Millionen. 15, ja. Mit dem Startschiff im Eintauschen quasi. Und da brauchen wir eben schon ein bisschen Material, also ein bisschen Units. Und das haben wir jetzt gesagt, okay, da fahren wir uns ein bisschen zusammen, sodass wir beide ein bisschen coolere Raumschiffe haben und dann eben parallel dazu unsere normalen Sachen und jo. Könnt ihr auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben,
was ihr so macht, um Geld zu bekommen, oder ob das vielleicht auch nicht so die gute Möglichkeit ist, ob es da effektivere Möglichkeiten gibt. Oder einfach, ob es noch eine bessere Möglichkeit gibt. Aber es ist jetzt so, wir sind halt wirklich noch im Anfang, im Anfängerbereich, deswegen auch speziell ein Anfängerguide, weil ich denke mal, natürlich, wenn jetzt einer kommt, der schon, keine Ahnung, wie lange das Game zockt und alles schon erreicht hat, der hat natürlich mit Sicherheit effektivere Sachen, um Geld zu verdienen, aber für unsere Möglichkeiten, die wir jetzt gerade haben, ist es, glaube ich, extrem gut. Und dann sage ich mal, guck mal jetzt gleich weiter, ich werde jetzt einen Cut setzen und dann gucken wir entweder, ob wir so eine Absprungkapsel gefunden haben oder dann, wenn eben der Sturm eintritt mit der Warnung, dann werdet ihr sehen, wie das Ganze aussieht und abläuft. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe eine. Okay, mein Bruder hat jetzt eine gefunden. Ich werde jetzt gleich mal zu Ihnen fliegen. Dann seht ihr, wie das aussieht und was man dann machen muss. Jörg, lass mich gleich am besten mal rangehen. Ja, ich mach mal damit. Ihr müsst jetzt halt aufpassen, dass kein Sturm kommt. Dann wird es ziemlich ungemütlich hier. Dann kann man daneben einfach landen. So, aussteigen. Ätzende Stürme. Wir haben aber extremes Wetter. Echt? Ja, nee, aber Sturm ist noch nicht. So, so sieht die dann aus quasi. Findet ihr mal als unbekanntes Gebäude. Und dann könnt ihr hier mit E-Exo-Upgrade-Modul anwählen. Und dann seht ihr hier, ihr müsst ionisiertes Kobalt bringen, 55, Antimaterie einmal und Natriumnitrat 45 und Sauerstoff 40. Wenn ihr das alles abgeht, kann jeder von uns quasi einmal seinen Exo-Anzug einen Slot hinzufügen. Das werden wir jetzt mal machen. Das Zusammenfarmen werde ich jetzt nicht aufnehmen, aber wenn ihr da Fragen dazu habt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich kurz fragen, was du brauchst. Aber sagen wir mal so, die Stoffe, was man dazu braucht, sind, so wie es beschrieben wurde, wie ich es selber gelesen habe, normalerweise auch in der Nähe von so einer Kapsel zu finden. Okay. Das ist ja... Ja, macht Sinn, weil du kannst jetzt nicht wieder Kilometer weit wegfliegen. Jörg, hier kannst du scannen, pflanzen. Ja, das muss ich machen. Was ihr braucht, ist Sauerstoff, Natriumnitrat. Dann braucht ihr einmal Antimaterie und einmal ionisiertes Kobalt. Das Kobalt findet ihr in Höhlen. Könnt ihr das abbauen und dann müsst ihr das durch, wir sagen immer die Waschanlage, durch diesen, wie heißt es tatsächlich? Die Waschtrommel. Ja, die Waschtrommel. Hast du die jetzt dabei oder habe ich die dabei? Ich habe sie dabei, ich guck schön. Ja. Signalbooster, tragbare Raffinerie letztendlich. Jo. Ja, dann müsst ihr das reinballern und dann kommt es raus. So, jetzt kam gerade die Meldung, dass sich ein Sturm nähert. Ihr werdet das auch gleich jetzt schon merken. Also ihr seht es ja schon und wie auch schnell mein Giftschutz runtergeht. Deswegen gehe ich jetzt schnell ins Raumschiff. Und hier seht ihr schon, das leuchtet schon. Diese Kristalle hier, die sind jetzt überall und da landet ihr quasi daneben. Steigt aus. Und mit E draufbleiben, baut ihr den quasi ab. Und das macht jetzt quasi immer wieder. Da vorne ist ein schöner Haufen. Da sind ein paar am Stück. Also es gibt bis zu 5 Stück, glaube ich, an einer Stelle. Das ist Jackpot, wenn ihr da wirklich aussteigen müsst nur einmal und 5 Stück abbauen könnt. Und hier ist ganz viel Diwasserstoff, das brauche ich auch noch. Das werde ich gleich auch noch abbauen. So, 2, 3. Was ist das hier? Ammoniak. Aber ihr seht auch, wie schnell der Giftschutz runtergeht. Also wenn ihr ein bisschen zu lang weglauft und meint, okay, den einen hole ich noch, dann kann das schon euer Tod bedeuten. Ah, und Sturm löst sich auf, okay. Scheiße, ich hätte gerade einen schönen Führer oder naja. Wenn ihr jetzt quasi, der Sturm löst sich auf und in dem Moment, wo die Meldung kommt, werden diese leuchtenden Kristalle quasi so schwarz, also schwarz, da geht dann so ein normaler Stein drüber und dann könnt ihr die nicht wieder abbauen. Dann müsst ihr das nächste Mal wieder warten, bis quasi der nächste Sturm kommt. Das kommt so alle, ich sag jetzt mal, 10, 15 Minuten kommt so ein Sturm. Also es lohnt sich echt mega, da rumzufliegen. Meilenstein erreicht. Jetzt kann ich hier noch kurz das Diwasserstab abbauen. Und ich glaube, wir haben jetzt ein Gift, ein 5er-Stack mal zusammen. 4er-Stack. Ich zeige euch jetzt, was ein 4er-Stack euch bringt beim Verkauf.
627.000 Units. Also es ist schon echt ein Haufen. Damit könnt ihr richtig Geld verdienen. Und jetzt war gerade mega kurz. Normal geht es ein bisschen länger. Wie viel haben wir das letzte Mal gefarmt, Jörg, wo wir mal zwei Stürme oder drei Stürme durchgemacht haben? Über 20 Stück. Ja. Also es war ein paar Millionen Units. Und das ist, wie gesagt, für Anfänger auf jeden Fall schon richtig viel. Für die Fortgeschrittenen, wie gesagt, vermutlich nicht ganz so krass. Die sind andere Sachen gewöhnt, aber für Anfänger denke ich ganz okay. Wenn ihr weitere Anfänger-Guides wollt, schreibt es in die Kommentare, gebt auf jeden Fall einen Daumen hoch. Gerne natürlich auch den Kanal abonnieren und schaut euch auch die anderen Videos an, wenn ihr darauf Bock habt. Würde mich mega freuen. Und dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.